liebe Freunde, damit begrüße ich euch zu einem weiteren. Ich weiß jetzt nur nicht ganz, ob ich es Let's Play nennen werde. Und ob ich dann dieses Spiel überhaupt öfter spiele. Oder ob es nur so gesagt ein Let's Show ist oder so in der Gegend. Denn wir müssen erstmal was zum Essen rausholen. Ich habe mir nämlich jetzt auch vorgenommen, da ich einige Spiele von der Gamescom auch hier habe, dass ich gerne ein Let's Test-Format machen möchte oder Chabak schaut rein oder irgendwie so. Den Namen weiß ich noch nicht, aber bloß damit ihr so wisst, dass ich sowas gerne machen möchte. Einige Spiele werden da dann auch im Multiplayer gespielt werden. Das schon mal so vorab. Wissen hier, wie ihr schon jetzt mal nicht eine Minute lesen könnt, in Cities in Motion 2. Bevor ich kurz erkläre, das ist sozusagen eine Verkehrssimulation, wo man halt eine Stadt bekommt und die dann halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter leiten muss und dann halt Busverbindungen, Straßenbahnverbindungen und all den ganzen Quatsch machen kann. Was Sandbox ist, ich habe hier bei der Tutorial-Stadt schon etwa 7 Stunden gespielt. Steht zumindest bei Steam so dabei. Aber die Tutorial-Stadt werden wir jetzt nicht durchspielen. Denn erstens, wenn ihr das Spiel euch kaufen wollt, kostet, habe ich bei Mediamarkt gekauft für 4,99 €. Wenn ihr es euch kaufen wollt, tut. Dann könnt ihr hier das Tutorial durchgehen. Aber ich glaube, dass ich mich die kleine der Innenstadt. Hier sind sehr viele Berge. Hier ist einiges an Flachland. Das sieht hier aus, da auch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich unendlich Geld machen soll, weil das hat mich letztes Mal doch schon aufgeregt, dass ich da kein Geld mehr habe. Noch kurz, falls ihr euch fragt, draußen geht ein Gewitter ab, also falls ihr mal laut donnern hört oder so. Ich hab jetzt gedacht, wenn es eh so scheiß Wetter ist, kann ich doch gerne was aufnehmen. So. Ja, gut. Also entweder mache ich jetzt hier die Südstadt, weil die Tutorial-Stadt möchte ich gerne nicht nochmal durchgehen. Obwohl, wenn ich jetzt so angucke, das hier. Und dann im Vergleich das hier. Ja. Wenn ich jetzt mal für mich gucke. Der Unterschied ist schon gewaltig. Aber ich glaube, ich mache das hier. Das sieht ziemlich cool aus. Da muss ich dann hin. Hier. Aber ich glaube, ich mache einfach unbegrenzt Geld. Schwierigkeitsgrad normal. Ja, auf jeden Fall. Benutze definierte Regeln. Ja, gibt es keine? Okay, gut. Ich drücke einfach mal auf Starten. Was ich geil finde, hier den Ladebildschirm, denn da steigen einfach die Leute dann in die Straßenbahn ein. Finde ich nice gemacht, muss ich sagen. Oh, da ist gerade ein Blitz eingeschlagen. Ja, wir warten hier kurz. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es hört, aber jetzt war gerade Donner. Cool. Oh ja. Und da kann ich jetzt schon mal vorab sagen, dass diese Stadt sehr groß ist. Ja. Also, kurz zur Steuerung. Kamera kann man allgemein mit WASD bewegen. Oder man nimmt die Mausrad, drückt drauf, kann man dann so bewegen, wie man will. Oder ich weiß.
Oder man drückt Steuerung und bewegt dann sozusagen die Maus. Was geht auch. Oder halt mit WASD. Aber ich werde es wahrscheinlich so machen. Jetzt muss ich erst mal gucken. Also da ist überall eine erhöhte Autobahn außenrum. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Okay, die geht hier auch weiter. Die führt hier wahrscheinlich einmal komplett außenrum, wie ich es mir denke. Wie ich mir richtig denke. Okay. Dann müssen wir ja sozusagen. Also hier kann man mal kurz zeigen, hier die Werkzeuge. Hier kann ich dann bauen Busseinrichtungen. O-Bus-Einrichtungen, das ist dann ein Bus mit Oberleitung. Straßenbahneinrichtungen, U-Bahneinrichtungen. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht, denn ich kann keine Schienen verlegen. Ja? Oder eine Wassertaxi-Einrichtung. Dann kann ich hier noch jegliche Straßen bauen, von denen ich will. Was ist das? Ach, mit einer Busspur. Dann kann ich ihn natürlich abreißen. Das da möchte ich gerne nicht abreißen. Dann kann ich hier noch so schöne Zonen machen, die wir jetzt hier sehen. Das kommt dann nachher noch dazu. Und weil wir jetzt alles eine Zone, werden wir natürlich aber noch untergliedern. Wahrscheinlich in eine Zone mit dem. Ne, wir wollen ja Geld verdienen. Ja, wir haben eh endlos Geld. Ja, dann ist ja. Das ist jetzt natürlich scheiße. Macht es ja überhaupt keinen Sinn, da Geld zu verdienen. Oder wir starten nochmal, dann haben wir nur 100.000. Glaube ich zumindest. Na jetzt pass auf, ich habe eh noch nichts gemacht, ich gehe einfach mal zurück. So. Nochmal Sandbox. Was ist eigentlich Kampagne? Muss ich mir mal angucken, was es ist. Sandbox, so. Nordstadt mit unbegrenztem Geld. Habe ich, ja guck, da habe ich 100.000. Nee, was ich mir halt gerade am überlegen bin, ich habe ja die Tutorial-Stadt gespielt und da hat es ehrlich gesagt sehr lange gebraucht, bis ich hier was Richtiges aufbauen konnte. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich die ganze alles hier anschließen muss mit 100.000, das ist schon krass. Aber ich glaube, ich mache einfach auf unbegrenzt. So, nochmal Sandbox, unbegrenztes Geld, nochmal starten. So. Und dann würde ich sagen. Das ist natürlich auch geil. Ich muss mir das ganz kurz mal angucken. Keine Verbindung an den Nahverkehr, ja, ach was. Und ich überlege gerade, wo ich denn überhaupt die Hauptzentralen hinstellen kann.
damit es ein wenig Sinn macht. Also, sie müssen ja auf jeden Fall so hier rüber. Ich gucke erst mal. Also, hier ist Wohngegend. Alles Wohngegend. Das hier auch. Das da auch. Das da auch. Wo ist denn die Industrie? Okay, hier wäre... Das ist auch Wohngebäude. Firmengebäude, Wohngebäude. Fabrik. Krankenhaus. Okay, hier ist hauptsächlich Fabrik. Okay. Dann würde ich doch erstens, oder dann würde ich doch erstmal sagen, dass wir hier die Industrie erweitern. Mit Gehwegen, mit einem Parkspur, mit einer... Ich mache jetzt einfach mal 2 Spuren plus eine Busspur. So. Dann mache ich die mal von da. Mache ich die auch mal so kurvig. Die denn? Wir möchten nicht so weit. Etwa bis da. So. Abschließen. Bau ich da einen Tunnel? Und dann machen wir noch das hier. Nach da. Da ist eine Brücke. Warum ist denn da eine Brücke? Na, sag mal. Okay, da bauen die Leute schon teils. Okay, hier sind 2-spurige. Gott, jetzt müssen wir das mal alles finden hier. Geht dann dahin. So. Und dann die ganzen ganzen kleinen Verbindungssträßchen da. So. So, vielleicht aber jedes zweite nur. Oh, das ist ja groß, hä? Ja, die müssen wir auf jeden Fall noch weiter verbinden. Das ist eine 3-spurige ohne was. Also das da. So. Gut, da. Ach, da haben sie schon wieder Brücke gebaut. Oh mein, oh mein, oh mein. Da hätte ich noch gern eins. So. Was mir jetzt noch ärgert, ist natürlich alles. Alles Einbahnstraßen. Nee, das nicht. Das aber. Das zum Beispiel.